Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin todmüde, aber das macht nichts. Ich habe die Müllerbox gewonnen zum ersten Mal und ich bin gespannt, was da drinnen ist. Ich habe schon gesehen, die ist nicht zu, hier also, die ist nicht geklebt. Ich hoffe, es ist alles noch drinnen. Und wir schauen gleich, voilà, an. Gleich da rein. Das ist so ein Heftchen. Da sind wahrscheinlich die Sachen drinnen. Und ja, die sieht schön aus. Voilà. Die ist nicht so groß wie die Rossmann-Box. Oder die DM-Box, glaube ich. Also vom Verpackung her, also der Verpackung sieht kleiner aus, aber die Box sieht schön aus. Und ja. So. Meine Müller-Marke, zeig uns deinen Müller, mein Müller, hol und wir schenken dir das, den doppelten Einkaufswert. Okay. New Christina Aguilera Touch of Seduction, ein Parfum. Stirs inner passion like the velvety petals of a rose bouquet. Sieht so aus. Wir machen das auf, natürlich. Ja, süßlich, weiblich, ja, es ist etwas für diese Jahreszeit, würde ich sagen. Riecht gut, freue mich, 30 Milliliter. So, wir haben ein Parfum. Wir haben ein Essence Eyeshadow in die Farbe Keep Calm and Berry On. Ich werde es nicht swatchen, ich werde es auf die Seite tun, weil die Farbe habe ich mir schon gekauft. Es ist ein bäriger Ton. Ich habe es mir gekauft, weil ich habe gehofft, dass es ein Dupe zum Make-up-Gig bieten ist, aber der kommt jetzt auf die Seite, vielleicht verlose ich das. Dann ein Astor Cheeky Cherry Soft Sensation Lip Butter. Und ich glaube, die Farbe habe ich schon, deswegen bleibt er auch zu. Sollten eigentlich neue Sachen sein, ne? Eine Probe von BB, reichhaltige Feuchtigkeitspflege. Catrice Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof Transparent. Kenne ich nicht. Habe ich nicht, kommt mit einem riesigen Spiegel. Ja, fühlt sich schön. Fühlt sich schön. Ja, weich. Gut. Viele Make-up-Produkte. Oh, ein Essie-Nagellack. Bordeaux. Sieht sehr schön aus und für diese Jahreszeit passt. Wie ihr wisst, mit Essie bin ich nicht so befreundet, aber wir probieren das. Also, ja, die Box ist ziemlich in Ordnung. Und Maybelline The Colossal Go Chaotic Volume Express Mascara. Schön. Oh, da ist noch etwas drinnen. Von Max Factor eine Probe von der Masterpiece Max High Volume and Definition Mascara. So. Also, ja, das war's. Und von Mary Millions Paco Rabanne, gewinnen Sie mit etwas Glück, dagadagadagadagadagadam, so ein Gewinnspiel. Coupon, gewinnen Sie zu Weihnachten einen echten Diamantenring. So, also, was haben wir in der Box? Ein Parfum, finde ich super. Ein Essie-Nagellack, also alleine der kostet mehr als mehr als die Box und alleine das auch.
ein Lip Butter von Astor, also Lippenstift, Puder, Lidschatten, Mascara und wenn nicht mit dieser Mascara zufrieden ist, kann diese nehmen und eine feuchtigkeitsfähige Probe. Ja, auch ein Make-up wäre gut gewesen, aber ja, die Box ist, das ist so velvety. Das ist. Also mit der Box bin ich ehrlich zufrieden. Für 5 Euro super. Und es ist meine allererste Box, wie gesagt. Bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr habt die auch gewonnen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die auch bekommen habt. Und ja, ich weiß nicht, ich mache seit mehr als ein Jahr. 1,5 Jahre oder so bei Müller Box und ich habe die noch nie gewonnen. Das ist meine erste. Und ja, das war's für heute.